geworden. Ich muss ihn überwältigen oder irgendwie von dieser Maschine bekommen. Vielleicht kann ich dann eine Möglichkeit finden, den Sturz abzubremsen. So. Benutze den Schlag mit dem Rohr. Hier am Hebel. Stimmt, der hat sich ja da. Entschuldigung. Jetzt? Ich weiß nicht, wie weit es noch hinuntergeht. Ich weiß nur, dass der Aufprall nicht angenehm sein wird. Brauchst du eine Mitfluggelegenheit? Ah. Ivo! Was ist denn der Teppich auf einmal her? War das nicht der von Anfang? Vom Nate? Hat der Nate nicht. Den hat er sich gewünscht. Ganz am Anfang. Der Weltenretter. Im Papierhut. Gerettet ist sie noch nicht wirklich, oder? Nein. Aber wir haben ihr zu einer weiteren Chance verholfen. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich kein Magier sein muss, um etwas zu bewirken. Ich fand nie, dass du ein besonders toller Zauberer warst. Danke. Hehe. Aber warum auch? Du bist erfindungsreich. Du bist hartnäckig. Du brauchst keine Magie. Erzmagier Alistair meinte, wenn man zusammenarbeitet und hartnäckig ist, kann man mehr bewirken als jeder Einzelne. Sogar mehr als er. Vielleicht ist das deine Aufgabe, Leute zusammenzubringen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich könnte es zumindest versuchen. Wir haben einen hohen Preis bezahlt. Alistair ist fort, wir konnten Remy nirgendwo finden und Captain Nate... Ja, ein hoher Preis. Der Erzmagier hat gesagt, am besten ehrt man die Toten, indem man das eigene Leben in ihrem Sinne lebt. Vielleicht tun wir das schon. Du kümmerst dich um Timmy und seit Nate fort ist, weicht mir das Vieh kaum noch von der Seite. Au! Alles in Ordnung? Das war nur der kleine Pirat da drin. Er ist ein Kämpfer. Wie sein Vater. Wir lassen uns schon etwas einfallen. Immerhin haben wir auch den Erzmagier zurückgeholt. Das war etwas anderes. Meinst du, es gibt gar keine Hoffnung? Es gibt immer Hoffnung. Aus. Nach Stunden, tagelanger. Das ist aber ein komisches Ende irgendwie. Spielerei. Naja. Wahrscheinlich kommt der dritte Teil, wo man dann in Nate wieder entsternen muss. Das kann sein, ja. Das wäre cool, ja. Das war aber ein sehr schönes Spiel, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich schon sagen. Und sehr lang. Es ist wirklich nicht so, spielen wir ein paar Stunden, tschüss. Fast 24 Stunden, wenn sich nicht sogar schon die 24 ich Stunden ausgehen. Ich glaube schon. Wir haben gestern allein schon 5,5 Stunden gehabt. Dann schauen wir uns halt die Dings an. Der Wilbur, unser Lieblingsgnom. Wir haben viele dran gearbeitet. Das dauert jetzt aber noch, bis der Dings vorbei ist wahrscheinlich. Schauen wir, vielleicht gibt es dann irgendwas. Was soll es geben? Glaubst du, dass es noch irgendwie ein Secret gibt am Ende? Naja. Irgendein Vorspann für den nächsten Teil oder so vielleicht. Ein geheimes Ende. Oliver Rohrbeck, Wilbur Wetterquarz.
das dauert sicher noch 5 Stunden. Genau so lange das Spiel gedauert hat, ha? Thank you.
Na, da ist das. Ah, noch eine Trophäe. Na, schon. Das ist groß. Brauchst du Hilfe? Hä? Ha? Zwei Munkus? Nein. Was hat denn aufgeführt? Gute Frage. Gerettet. Das war's. Das war aber jetzt komisch. Ja, das ist so komisch. Ganz viele Munkus. Na passt. Dann ist es jetzt aus. Schön war's. Bis zum dritten Teil. Hoffentlich, hoffentlich, ja. Tschüss. Tschüss.